Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce Shadow of the Phoenix. Ja. Muss mich gerade ehrlich fragen, gibt es hier noch irgendwo Fleisch, das wir mitnehmen müssten? Aber eigentlich sollten wir das ganze Fleisch haben. Mal gucken, können wir noch was mit dem Ding anstellen? Und danach gehen wir zurück nach Empyria. Ja. 37, also bringt uns der eigentlich nicht so viel. Die Schriftrollen können wir verkaufen, die scheint eine Aufgabe gebracht. Hier scheint Eingeborene, aber jetzt ist die großen Fleischtröge leer. Die Kreatur, die hier aus, scheint auf der Jagd nach frischem Fleisch zu sein. Ja, wir haben aber das Fleisch. Komplett raus. Okay, wir sind kurz vor Level 50. Schon mal gut ist. Hier stehen auch keine Fleischtröge mehr herum. Ja, in Empyria Zeug verkaufen. Und in den Tempelbezirk gehen. Also, Empyria Palast, da wollte ich hin. Als erstes. Hier. Mal Alia Hallo sagen, jetzt sind hier ja alle wieder friedlich. Runenkrieger, ich hätte nicht geglaubt, euch noch einmal wiederzusehen. Ich konnte mir einen Blick auf die frisch gebackene Kaiserin doch nicht entgehen lassen, Euer Hoheit. Werdet ihr wohl aufhören, mich so zu nennen? Ich bin immer noch Alia. Es reicht, wenn mein Hofstaat hier so herumsäuselt. Alte Freunde bleiben alte Freunde. Ist das klar? Jawohl, Euer Alia. Na also. Wie fühlt ihr euch? Es ist schon seltsam, nach all den Jahren auf der Straße wieder hierher zu kommen. Jetzt muss ich erst einmal Vaters Pomp und Prunk hier herausschaffen. Dieser ganze Palast ist einfach unpraktisch. Wer soll sich denn hier wohlfühlen? Schlaft ihr gut auf goldenen Betten? Ich nicht. Und Zaunkönig Lebern in Aspik. Ich sage euch, so etwas Widerliches habt ihr noch nie gegessen. Aber das wird jetzt alles anders. Ich schätze, euer Haushofmeister hat eine schwere Zeit vor sich. Ha, der ist in den letzten Tagen so oft aus der Haut gefahren, dass er eigentlich keine mehr bräuchte. Aber er wird sich daran gewöhnen. Alle werden sich daran gewöhnen. Traurig ist nur, dass Mutter dies alles nicht mehr sehen kann und dass alle immer so furchtbar untertänig und freundlich sind. Da ist niemand, den man mal ein wenig necken kann, so wie euch oder Urias. Macht hat immer ihren Preis. Das werden die Zirkelmagier auch bald lernen. Ja, das wird dann das Ende eurer Reise. Ich glaube, meine fängt gerade erst an. Das glaube ich auch, Alia. Wisst ihr was? Ich werde hier eine Niederlassung des Ordens des Erwachens einrichten lassen. Und ich werde sie euch und Urias widmen. Ich glaube, das ist das größte Geschenk, das ihr Urias machen könnt. Ja, das hätte ihm wohl gefallen, dieser verdammte Dummkopf.
Warum hat er auch sein Leben so sinnlos weggeworfen? Damit ihr lebt und damit ihr heute hier steht, anstatt weiter vor euch selbst wegzulaufen. Ich wünschte, ich könnte ihn zurückholen. Was ist mit euch? Bleibt ihr wenigstens noch eine Weile? Nein. Ich muss es jetzt zu Ende bringen. Der Zirkel muss diesmal endgültig fallen. Dann lebt wohl, Runenkrieger. Empyria wird euch nicht vergessen. Lebt wohl, Kaiserin. So, von hier aus können wir dann mal... Ach, porten wir uns einfach in den Bazar runter. Oder halt, wir haben ja noch die Truhe hier. Wir sollten ja eigentlich hier jetzt durchkommen. Ach, hier oben ist auch noch eine Truhe, fällt mir gerade so auf. Holen wir uns erstmal die. Ja, der Palast von Empyria. Ein paar Tonhäuser an der Wand. So, was haben wir hier drin? Dieter des Feuers. Ein paar wenige nette Sachen. So, jetzt können wir also theoretisch dann auch mal unseren Schatzbrief verkaufen. Die ganzen HD-Kuppen verkaufen. Das Herz natürlich noch verkaufen. Die Kita da sind noch eingesperrt, das ist gut. Ah, Jungs, ihr wollt mir nichts Böses, oder? Nein. Gut. Machen wir jetzt mal unsere letzte Tour durch Empyria, bevor wir uns der nächsten stressigen Map widmen. Aber Aura der Ausdauer, da ist aber wirklich nicht viel drin gewesen jetzt. Und ne, ich gehe lieber nicht hier lang, ich gehe lieber hier lang. Ich gehe erst in den Zirkusviertel. Ja, die Wache hier musste ich leider... töten. Sachen passen eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5, 20 Sachen passen auf eine Seite. Okay, wie gesagt, den Schatzbrief erstmal verkaufen.
Auch wenn wir genug Gold haben, aber... Nein, Schatzbrief können wir noch loswerden. Ah, einfach. Wie viel ist mein Schatzbrief inzwischen wert? Euer Schatzbrief ist jetzt 9400 Goldstücke wert. Ich möchte verkaufen. Hier ist euer Geld. Gut. Damit sind wir den Schatzbrief schon mal los. Jetzt können wir uns noch mit den Leutchen hier unterhalten über ihre neue Kaiserin. Dann die Quest für Quake machen. Also noch natürlich Sachen auf dem Basar verkaufen. Ah, hereinspaziert, guter Freund. Nun, wie geht es eurem Zirkus unter der neuen Herrschaft? Prächtig. Kaiserin Alia hat uns wieder den kaiserlichen Zirkussatz gezahlt. Die Ahnen mögen sie segnen. Jetzt werden wir den Zirkus wieder in neuer Pracht errichten. Ach, was rede ich? Noch schöner, noch prächtiger. Ihr werdet staunen. Und wisst ihr was? Ganz unter uns. Wenn die Reparaturen abgeschlossen sind, dann hole ich Uzakan zurück. Er war doch der Liebling der Massen, wisst ihr? Ach, schade, dass ich das nicht mehr miterleben kann. Ich muss weiter. Ja, schade. Nun denn, viel Glück auf eurer Reise. Ja. Was gibt es sonst? Gut, Uzakan sagt nichts dazu. Borgo ist immer noch klein. Ja, wir können noch mit Shazam reden. Und mit Hauptmann Ishtar. Ah, Freund, doch ein wenig Pflege gefällig. Nun, Shazam, wie ist das Leben mit einer neuen Kaiserin? Tja, wer hätte das gedacht? Von der Diebin zur Kaiserin. Kaum zu glauben, da bin ich von einer waschechten Prinzessin bestohlen worden. Gut, dass ihr mich daran erinnert. Ich sollte eine Liste machen von all den Sachen, die sie gestohlen hat. Die wird sie ja wohl jetzt nicht mehr brauchen. Seid vorsichtig. Alia ist nicht eben zart beseitet. Ihr meint, sie macht mich einen Kopf kürzer. Herrje, herrje. Nun ja, so wichtig sind diese Sachen auch wieder nicht. Ja. Gut, Shazam. Hauptmann Ishtar. Runenkrieger. Was gibt alles, was ihr wollt? Das hier ist die am höchsten. Ja, nach der Kaiserin wollte ich fragen, also 7. Was haltet ihr von eurer neuen Kaiserin? Ich kann es immer noch kaum glauben, aber Alia hat ein gutes Herz. Sie wird eine wundervolle Kaiserin werden. Sie hat immer noch Kummer wegen Urias, eurem Gefährten, der gefallen ist. Aber die Liebe des Volkes sollte ihr Trost spenden. Denn die Menschen von Empyria lieben sie schon jetzt wie keinen Kaiser jemals zuvor. Vielleicht sollte jeder Kaiser mal ein paar Jahre als Dieb im Armenviertel leben. Es scheint zu wirken. Mag sein. Auch unsere Reise hat sie verändert. Ja, eure Taten und die Ehre und Opferbereitschaft von Urias haben sie mehr berührt, als sie zugeben will.
Wisst ihr, ich glaube, Urias ist gar nicht wirklich tot. Ich glaube, er lebt nun in ihrem Herzen und erinnert sie fortwährend in seinem allerpenetrantesten Heldentone an ihre eigene Ehre und an die Verantwortung, die sie jetzt trägt. Ach, ja, so wird es sein. Ihr habt viel für uns getan, Runenkrieger. Mehr, als ihr vielleicht ahnt. Ich hoffe, ihr bleibt siegreich in eurem Kampf. Und wir sehen uns vielleicht eines Tages wieder. Ja, vielleicht. Wer weiß. Lebt wohl, Ishtar.